Enthusiasmus, ja. Dass sie manchmal ein bisschen wild sind. Und Stewart wird Ringnachfolger als Weltmeister. Die Reklamkarten waren schon vorbereitet. Jackie Stewart, Weltmeister 1971, zum zweiten Mal in seinem Leben. Have his congratulations, Jackie. Thank you, Heinz. Aber im Jahr darauf verliert Stewart den Zeltwegsieg und auch den WM-Titel an den jungen Brasilianer Emerson Fittipaldi auf Lotus. Colin Chapman gratuliert als Erster. Bei Niki Lauda 1973, Pech nach einem Nürburgring-Unfall, aber eine ORF-Premiere. Und ich habe gestern probiert, drei Runden zu fahren. Es ist mir leider unmöglich zu schalten, zu lenken. Und der Bruch ist noch nicht verheilt, deswegen kann ich leider nicht fahren. Sie haben sich gerade für dieses Rennen so viel vorgenommen. Ich habe mich sehr viel vorgenommen, auch BRM, weil sie haben das Auto wirklich in guten Zustand gebracht. Ein sehr guter Motor, Verbesserungen am Auto, aber leider kann ich es nicht ausnützen. Niki Lauda wird also morgen zuschauen müssen, wenn um 15 Uhr der Memphis Grand Prix von Österreich gestartet wird. Allerdings, er wird auch einen arbeitsreichen Nachmittag haben, denn Niki Lauda wird für uns, für den ORF, gemeinsam mit mir den Memphis Grand Prix im Fernsehen live kommentieren. Und was sehen wir dann? Den ersten Versuch mit einem Pace Car, dem Schrittmacherfahrzeug, das nach einem Unfall die Autos einsammelt und auffädelt. Als Sieger Ronnie Peterson und Jackie Stewart bleibt auf dem Österreichring ohne Sieg. 1974 beginnt die große Ferrari-Renaissance. Pole Position Niki Lauda, schnellste Runde Claire Regazzoni. Aber Ferrari verliert das Rennen und vielleicht sogar den WM-Titel 1974 in den Boxen. Ein solcher Reifenwechsel, heute unvorstellbar. Carlos Reutemann, der Hitzerennen besonders mag, gewinnt mit dem weißen Dreikant-Brabham. Heute ist der Argentinier Politiker, Gouverneur in Santa Fe, jetzt 5 Jahre im Parlament. Governor in Santa Fe, then you came to the parliament. Und viele glauben, der nächste argentinische Präsident. Any chance you become? Aber er selbst ist skeptisch. Next president? Oh, no, no. 1975 die Katastrophe. Dem Amerikaner Mark Donohue platzt im Warm-up in der schnellsten Rechtskurve nach Start und Ziel ein Reifen. Donohue ist lebensgefährlich verletzt, 2 Tage später tot. Seine Witwe klagt den Reifenhersteller auf 20 Millionen Dollar. Man einigt sich außergerichtlich. Das Rennen 1975 beginnt auf nasser Strecke. Die Angst fährt mit. Ferrari-Rennleiter Luca Montezemolo, der heutige Präsident, drängt auf Abbruch. Er sagt, ich habe die Fernsehbilder gesehen. Cosa Montezemolo? Se lui non sospende, due giri, la corsa, io chiamo. In Führung der italienische Draufgänger Vittorio Brambilla auf March. Aber die Sicht wird immer schlechter, die Angst immer stärker. Bernie Ecclestone und Luca Montezemolo drängen, abbrechen, bevor es Tote gibt. Und dann endlich das Ende der gefährlichen Regenschlacht. Brambilla Abbruchsieger. Gemeinsam mit Tom Price und James Hunt, dem großen Lauda-Gegner 1976. Das Jahr des Sechsrad-Tirrells und eines österreichischen Debütanten. Nach Quester, Koenig, Ertl, der Tiroler Hans Binder. In erster Linie wünsche ich, dass ich das Rennen ohne Defekte zu Ende fahren kann. Und ich erhoffe mir einen Platz im Mittelfeld, wenn alles problemlos läuft. Nach den Hitzeschlachten jetzt also die Serie der Regenrennen auf dem Österreichring. Mit vielen Unfällen, vielen Zwischenfällen. Fittipaldi befreit Brambilla, den Vorjahrsieger. Und es gewinnt der Ire John Watson, damals noch mit Vollbart. Und bei Stirling Moss sehen wir die Probleme eines Fernsehreporters bei der Siegerehrung. 1977, wieder ein Regenrennen, wieder ein neuer Sieger. Niki Lauda aus der Pole Position gestartet, fällt auf Platz 8 zurück. Die Strecke ist schlüpfrig und gefährlich. Das sieht man bei diesem Duell Niki Lauda gegen James Hunt. Später muss der Engländer ausscheiden. Und der Südafrikaner Jody Scheckter, der für den Austro-Kanadier Walter Wolf fährt, wird bei einem Überrundungsmanöver abgeschossen. Hier verliert er vielleicht seinen Weltmeistertitel. James Hunt kommt zu Fuß an die Box. Und völlig überraschend gewinnt der Außenseiter Alan Jones auf einem Shadow. Niki Lauda damals, den Jones muss man sich nicht merken. 2 Jahre später ist Jones Weltmeister. Zeltweg 1978 beginnt für Niki Lauda nicht wie immer, aber wie schon öfter.
mit einigen romantischen Stunden am Wörthersee in charmanter Begleitung. Zum Österreichring geht es dann mittels Hubschrauber oder Flugzeug. Und auf dem Österreichring der fast schon gewohnte Blindflug. Schlechte Bedingungen, rutschige Strecke, eine Serie von Kollisionen, Zwischenfällen, Unfällen. Auch Niki Lauda wird beinahe in den Unfall eines Konkurrenten verwickelt. Niki Lauda links im Bild mit dem roten Brabham Alpha. Logische Konsequenz, Abbruch und ein zweiter Lauf. Nach dem zweiten Start fährt Lauda wie entfesselt. Holt auf, ist theoretisch in der Gesamtwertung bereits in Führung, greift nach dem Sieg, aber dann ist er einen Augenblick unkonzentriert. Und das hat Folgen. Der Sitzgurt kann sein, dass sich der gespannt hat. Ich war aber sehr euphorisch unterwegs und bin auch sehr gut gefahren und bin eben zu gut gefahren, weil ich bin dann in der Rindkurve hinausgeflogen, vollkommen sinnlos, auf einem nassen Stück ausgerutscht, komplett meine Schuld und habe also nicht aufgepasst. Und das war der Grund, warum ich dort sicher nicht hätte als Zweiter durchs Ziel fahren können. Auf dem einzigen Wasserfleck, den es noch gegeben hat auf der Strecke. Ja, war reine Blödheit, eben von Euphorie getrieben. Aber das habe ich auch noch einmal gemacht. Woher kam die Euphorie? Ja, von einem netten Abend am Samstagabend im Seefels. Also das war eigentlich kein richtiger Anlass dazu da, aber es hat halt genügt, um blöd zu fahren. Sieger damals schon zum zweiten Mal in Zeltweg, Ronnie Peterson, also genauso oft wie Alan Jones. Nur Alain Prost hat noch öfter gewonnen. Die 80er Jahre von Zeltweg, die Ära der Franzosen. Da gewinnt der Renault Turbo von Jean-Pierre Jabouille. Ein eher sachlicher Sieger. Und dann der Talbot Matra von Jacques Lafitte, der im Grand Prix-Zirkus extrem populär ist. Lafitte erinnert sich heute noch ans Forellenfischen und Schwammelsuchen in Zeltweg. Dieser Grand Prix war für uns immer wie Ferien. On the forest to have a mushroom, everything. It was one week there, it was always for me like holidays. Aber auch immer voll Dramatik. Das ist der Turboschaden, der Alain Prost einen WM-Titel kostet. Und das der knappste Zieleinlauf in der Zeltweggeschichte. Ein Fotofinish. Keke Rosberg im weißen Williams gegen Elio De Angelis im schwarzen Lotus. Rosberg verliert um Zentimeter. Ja, es sollte mein erster Sieg eigentlich werden in Formel 1, aber dafür war es Elio sein. Elio war vielleicht mein bester Freund damals in Formel 1 und dafür müsste ich es ihm gönnen. Und ich habe dann 14 Tage später in Dijon gewonnen. War okay so. Habt ihr beide geglaubt damals, ihr habt es gewonnen? Ja, wir wussten wirklich nicht, wer gewonnen hat. So knapp war es. Nach 300 Kilometern also Entscheidung um Reifenbreite. Elio De Angelis, der Sieger von damals. Und 1984 wird das Jahr des Niki Lauda, auch in Zeltweg. Mit dem McLaren TAC Turbo geht Lauda sicher in Führung, aber plötzlich hat er Getriebeschaden und Lauda will schon auf der Strecke aufgeben. Und habe dann nur deswegen, um nicht gehen zu müssen so weit, als fauler Hund, wie ich war, angefangen im Getriebe herumzusuchen und bin draufgekommen, dass der dritte Gang kaputt war. Und habe mir gedacht, na gut, jetzt fahre ich mit der vierten in die Box und bleib stehen. Und da man halt zur Box noch relativ weit fahren musste, habe ich mir gedacht, naja, wenn das eh geht, dann fahre ich halt weiter. Und bin dann ohne dritten Gang natürlich mit wesentlich reduzierter Rundenzeit weitergefahren. Und Piquet, der als Zweiter hinter mir war, hat gedacht, ich spiele mich mit ihm und fahre absichtlich langsam und konnte den Grand Prix gewinnen. Und das war also der erste Österreich-Grand Prix, der von Österreich gewonnen wurde. Ich mit einem kaputten Getriebe und ein wahnsinniger Schritt in Richtung Weltmeisterschaft, weil der Prost an dem Rennen hinausgeflogen ist und keine Punkte gemacht hat. Lauda happy, Piquet konsterniert und der Dritte ist Alboreto. Auch 1985 führt Niki Lauda in Zeltweg. Dann ärgert er sich über den Abbruch wegen der Startkollisionen. Für die Würst ist das alles bitte hier. Um 4 Sekunden war es schon weg. Ja. Und aber das Sprecher ist jetzt, dass sie das Rennen neu starten. Das ist falsch. Und dann sehen wir den Unfall des Jahres, den Überschlag von Andrea De Cesaris. Wie Patrese, Berger und Piquet überlebte Italiener 200 Grand Prix. Alain Prost gewinnt auf dem Österreichring insgesamt dreimal, das hat er sich gar nicht gemerkt, aber er hat nie vergessen, dass ihn ein Zeltweg-Turboschaden 1982 noch einen WM-Titel gekostet hat.
You know, I didn't know I won three times, but what I remember, I lost one lap to go, 82. And so ein Malheur, eine Runde, Verschluss. One lap to go, winning the, leading the race, and was really ashamed. So don't talk to me about Austria. And I remember because und Jackie Stewart erinnert sich, ich schlief damals am Bauernhof. Die Bäuerin hat sogar den Kühen die Glocken abmontiert, nur damit ich ruhig schlafen kann. And I said, you know, I can't sleep for these damn bells. And when I got back the next night after practice, all the cows had had the bells removed so that I could sleep. It was very nice. Aber der Ferien-Grand Prix verlagert sich auch nach Kärnten, vor allem zu Wörthersee und besonders für Senna und Berger. You got women, on your mind. Aber auch für den vielseitigen Alain Prost. Senna joggt durch Pörtschach. Und Gerhard Berger ist das neue Idol nach dem Rücktritt von Niki Lauda. Das mit den Leuten ist ein Wahnsinn da. Aber stell dir vor, was der Niki mitgemacht hat. Das ist unglaublich. Mir geht es wenigstens nicht in Österreich so, aber dann ist es bei den Neger auch schon so gegangen. Also das war unglaublich. Also das muss auch mal angewöhnen. 1984 hat Berger in Zeltweg debütiert, 1986 fast schon gewonnen. Im Duell mit seinem damaligen Benetton-Teamkollegen, dem Italiener Teo Fabi. Die Pole Position ganz knapp versäumt, hat aber dann das Rennen geführt und habe so geführt, dass ich das Rennen wirklich in der Tasche gehabt habe. Ich glaube, ich war fast eine Runde voraus bei Halbzeit. Bin reingefahren, mir neue Reifen zu holen und da ist dann irgendeine Metallplatte in der Batterie kaputt gegangen, abvibriert und dann bin ich gestanden. Und das tut mir heute noch irrsinnig leid. Wäre der große Heimsieg gewesen. Ja, und das im zweiten Jahr in der Formel 1, das wäre ich gewesen, ja. 1987 wird es still am Österreichring. 10 Jahre Pause für den Grand Prix von Österreich. Mit ein Grund der zweimalige Startabbruch, weil die Startzielgerade, wie man deutlich sieht, wirklich viel zu schmal ist. So gern Piquet, Berger und Senna auch immer wieder in Zeltweg gefahren sind. Aber die Strecke ist auch zu schnell geworden. Nigel Mansell, 244 km/h Schnitt und Piquet im Training sogar 256. Mansell der letzte Sieger und nach der Siegerehrung noch ein Riesenschreck. Mansell im roten Overall. No, I've not been right since. I mean, my head still hurts. The bump just there. Den Tipel von damals, sagt der letzte Österreich-Grand Prix-Sieger Nigel Mansell, den habe ich heute noch. Und wahrscheinlich bin ich seither auch nicht mehr ganz dicht. Eine Woche lang ist es mir wirklich schlecht gegangen. Aber jetzt wünsche ich allen in Österreich ein super Comeback des Österreich-Grand Prix, ein sicheres Rennen und alles Gute. Das war die Story von Zeltweg. Jetzt wird auf dem A1-Ring ein neues Kapitel Motorsportgeschichte aufgeschlagen. Wir melden uns morgen zur gleichen Zeit vom A1-Ring und jetzt geht's weiter mit Fußball. Die Formel 1 wurde Ihnen präsentiert.